Sven Stoppel, der Rennleiter, hat gestern gesagt, das war ein super Start, den die Jungs hingelegt haben. Mal schauen, ob es heute genauso geht. Ampel ist rot geschaltet, da wird schon groß ein bisschen mal runter vom Gas, rauf aufs Gas. Ampel ist grün und alles ist durcheinander. Und da gibt es einen riesen Abstand. Ich habe die Befürchtung, als wenn das Jeroen Blake geholt ist, der noch mit abgeflogen ist. Und das wird sicherlich dicht bei der Safety-Car-Phase bleiben. Genauso ist das. Red, rote Flagge. Maxi Götz kommt da noch durch, aber das war schon ganz, ganz deutlich abzusehen. Klingmann ist damit beteiligt, das sehen wir. Einer, der auf ihm hält, auch Mickey Team. Da ist Jeroen Blekemolen, der auch aus dem Auto rausgezogen wird. Da ist die RWT Corvette mit bei. Ja, Klingmann erkundigt sich bei Jeroen Blekemolen, alles gut. Sven Barth steigt aus dem Auto aus. Und einer fehlt noch. Das ist das Auto mit der Hände, das ist Mickey Team. Da wird die Tür aufgerissen. Mark Heim, gefüllt. Es war so ein bisschen Angst. Sorry, Olli, wenn ich das jetzt so sage, aber als man eingangs der schwarze Zielwagen war und die Ampel noch offen war, da gab es ein dunkles Feld, weil irgendwie das Feld schon auf dem Gas stand. Und dann doch nicht. Und dann dachte man,